Bester Kollege Helge Lind, SPD-Fraktion. Können wir etwas tun? Herr Präsident, ich bin nicht so groß, aber es fährt nicht runter. Aber gut, ich bemühe mich. Herr Herrmann, das ist gefährlich, wenn Sie den Ausdruck Scheinheiligkeit angesichts des Antrages der AfD verwenden. Dazu werde ich aber später noch etwas sagen. Es ist ja manchmal sinnvoll, sich gerade in diesem Hohen Hause auch Anregungen von außen zu holen. Es gab einen guten Anlass. Letztes Wochenende, am Sonntag, die Friedenspreisrede der beiden Assmanns. Und ein Hinweis, den wir uns alle, glaube ich, gerade bei dieser Debatte zu Herzen nehmen sollten, war folgender. Die Demokratie lebt nicht vom Streit, sondern vom Argument. Das war keineswegs eine Absage daran, dass wir streiten sollen, aber ein klarer Hinweis, dass Streit ohne Argumente vielleicht nicht der richtige Weg ist und dass wir gerade in diesen Zeiten und bei berechtigten Diskussionen über Fragen der Migration, über Fragen von Abschiebung, bei Fragen zu sicheren Herkunftsstaaten, dass weniger mit Schaum von dem Mund und mit gebremsten Emotionen und damit auch mit einem gebotenen Pathos der Nüchternheit auch im Sinne der Betroffenen machen sollten. So ist jedenfalls meine Einschätzung. In diesem Sinne auch will ich die werten Kolleginnen und Kollegen von der FDP nicht zu lange auf die Folter spannen. Wir werden Ihrem Gesetzentwurf heute nicht zustimmen. Es wird Sie überraschen, obgleich wir durchaus viele Einschätzungen teilen. Aber im Sinne der genannten Nüchternheit sehen wir es eben so, dass es keinen Sinn macht, bevor wir entsprechend absehen können, dass es im Bundesrat entsprechende Mehrheiten gibt, da es ja schon einmal gescheitert ist, was offen benannt werden muss, jetzt einfach nur diesen Gesetzentwurf durchzubringen. Und zudem wissen Sie auch genau, dass es ein Vorhaben der Bundesregierung gibt, dass entsprechende Arbeit geleistet ist und ein Vorhaben, das, ich muss es leider so sagen, besser ist als Ihres, weil es umfassender gestaltet ist und weil es auch gerade bei den Fragen der Ausbildung und der Arbeitsaufnahme intelligenter gestaltet ist. Deshalb werden wir Ihnen heute nicht zustimmen können. Was ist das Ziel unseres Planes, diese Staaten als sichere Herkunftsstaaten auszuweisen? Ziel ist es zum einen, es wurde bereits gesagt, die Verfahren zu beschleunigen und auch die Aufenthaltsdauer derer, die keine Schutzbedürftigkeit haben, ich wiederhole das, die keine Schutzbedürftigkeit haben, zu beschleunigen. Das ist das Ziel. Das Ziel ist es nicht, diejenigen zu bestrafen, die schutzbedürftig sind. Das muss auch noch einmal deutlich an dieser Stelle gesagt werden. Und auch dies ist nicht der alleinige Weg. Das wäre völliger Irrsinn. Es ist sinnvoll, auch in Fragen der Migration ganzheitlich zu denken. Denn wir erleben gegenwärtig, dass viele Menschen, ich kenne zahlreiche von Ihnen, aus den Maghreb-Ländern hier faktisch keine Chance haben, Asyl zu finden, aber mangels Alternativen in das Nadelöhr-Asylverfahren reingeraten sind. Wir aber machen uns auf den Weg, die Einwanderungsgesetzgebung besser und klüger zu gestalten, was auch diesen Menschen eine viel sinnvollere Möglichkeit geben wird. Wir werden Wege finden, diejenigen auch im Rahmen dieser Gesetzgebung, die ansteht, die hier schon arbeiten, integriert sind, Möglichkeiten zu finden. Und wir werden auch, und das gebietet nicht einfach Humanität, sondern schierer Pragmatismus, Realitätssinn und echter gesunder Menschenverstand, Akzent auf echter gesunder Menschenverstand. Der gesunde Menschenverstand wird ja heutzutage leider häufig in Debatten missbraucht. Der gebietet es, und alle wissen es in diesem Raum, dass Menschen, die gut integriert sind, die hier arbeiten, deren Familien hier lange leben, Wege finden müssen, hier bleiben zu können. Wir alle werden gemeinsam daran arbeiten müssen. Ziel ist es aber nicht, denjenigen, die schutzbedürftig sind, diese Möglichkeit zu nehmen. Ziel ist es nicht, und das wäre Wahnsinn, die Anerkennungsquote zu senken. Nein, es muss gewährleistet sein, dass in Form dieser Vermutensregelung, denn offensichtlich unbegründet ist eine Vermutensregelung, in jedem Einzelfall die Möglichkeit besteht, die Vermutung zu widerlegen und dass in jedem Einzelfall die tatsächliche Schutzbedürftigkeit nachgewiesen werden kann.
Das ist unsere Aufgabe, dies politisch zu gewährleisten, und das werden wir tun. Deshalb legen wir auch verstärkten Wert darauf, dass die schon erwähnte besondere Rechtsberatung für besonders vulnerable und besonders schutzbedürftige Gruppen, man kann sie auch benennen, zum Beispiel Homosexuelle, LGBT, besonders politisch verfolgte Journalistinnen und Journalisten, dass die auch im Gesetzestext ihren Niederschlag finden wird. Sehr gut. Was ist aber noch ein weiteres Ziel? Ziel ist, dass wir uns nicht im leeren Raum bewegen, sondern dass wir wollen, dass dieses Asylrecht weiter besteht und verteidigt wird. Und Ziel ist es, dass wir dieses Land zusammenhalten. Deshalb, glaube ich, ist es für uns alle ein Auftrag, zu sehen, dass wir Mehrheiten in diesem Land dafür behalten, die dieses Asylrecht, wie es besteht, die den Schutz für Menschen, die schutzbedürftig sind, verteidigen, und dass wir nicht die Menschen in diesem Land gegeneinander auf Kosten der Betroffenen, auf Kosten dieses Themas gegeneinander aufhetzen. Insofern, Herr Lindner, ich sehe ihn heute ja nicht, hat ja in der Kritik der Ablehnung von reiner Gewissensethik gesprochen. Ich finde, wir sollten uns gegenseitig nicht moralische oder ethische Überlegenheit vorwerfen. Wir können, wenn wir es befürworten, dass es sichere Herkunftsstaaten geben mag, glaube ich, sowohl Verantwortungsethik als auch Gewissensethik für uns beanspruchen. Aber abschließend muss ich leider auch zum AfD-Antrag sprechen. Es ist ja eine Geschichte, die hier im Antrag liegt. Im März hat eine Besuchergruppe der AfD den Großmufti und Assad besucht. Sie haben sich also selber einen Eindruck verschafft über dieses ja angeblich so sichere Land. Und sie haben in einer ersten Fassung ihres Antrages aus dem November vorgeschlagen, vorrangig arbeitsfähige Männer zurückzuschicken nach Syrien. Innerhalb von 7 Tagen haben sie die Meinung geändert. Sie haben aber bisher nicht erklären können, warum man Männer in ein sicheres Land schicken soll, aber dann nicht alle. Ist deren Wert, ist deren Recht weniger, ist deren Menschenwürde geringer? Sie konnten es nicht begründen. Es ist an Heuchelei und Zynismus kaum zu überbieten. Aber letztlich ist es schlüssig. Denn wenn eine Partei und Fraktion offensichtlich mit so einem System wie dem Assads sympathisiert, fraternisiert, ihn freundlich besucht, dann ist das auch ein Land, das man als sicher begreift und in das man gerne Menschen zurückschickt. Sagen Sie das bitte auch meinem guten Freund. 10 seiner Freunde wurden vor seinen Augen abgeschossen, und ich kann ihm ja jetzt mitteilen, dass er glücklich zufrieden zurückkehren kann nach Syrien, wo derjenige, der seine Familie, seine Freunde umgebracht hat, Herr Assad, nach Ihrer Vorstellung seine Sicherheit gewährleistet. Unglaublich, widerwärtig, zynisch. Herr Kollege Lindt, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Ja. Kommen Sie bitte zum Ende. Abschließend bitte ich Sie deshalb darum, um mal was Konstruktives zu tun. Sorgen Sie dafür, dass in diesem Land tatsächlich sichere Verhältnisse einkehren. Überzeugen Sie Herrn Assad davon, dass er künftig sich nicht mehr antisemitisch äußert. Sie sind doch angeblich philosemitisch. Und als Drittes sorgen Sie dafür, dass er seine Schergen und sich selbst dem Internationalen Gerichtshof zum Beispiel ausliefert und endlich aufklärt, was in den Lagern in Damaskus und anderswo an Folter und Mord tagtäglich passiert und passiert. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Stefan Ruppert, FDP.